Ja, das ganze öffentliche Alltagsgeschehen läuft ab völlig jenseits aller wissenschaftlichen Fakten. Ja, da sitzen die bei Heute oder bei Tagesschau oder in den Talkshows und reden so, als würden sie in einer Welt der Realitäten und der Wahrheiten und der Fakten leben. In Wirklichkeit ist alles Irrtum. Die gesamten Sparten der Gesellschaft produzieren alle Tausende oder Hunderte von Irrtümern, die sie in die Bevölkerung hinauspumpen, und alles Argumentieren und Nachdenken läuft alles auf der Basis dieser Irrtümer ab, ja? Zum Beispiel, anstatt dass man ständig jetzt darüber diskutiert, dass man mit der GWÖ-GWO-Kombi, der Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, langfristig den Krieg abschaffen könnte und dass man jetzt quasi gegen den Krieg nicht viel unternehmen kann, sondern nur eigentlich nur langfristig, indem man den Waffenkonzernen das Geld für getötete Menschen entzieht. Also es gibt nur noch Geld für die Waffenkonzerne. Je weniger Menschen getötet werden, also wenn zum Beispiel im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen in bestimmten Krisengebieten um 5% zurückgeht, dann geben wir als Bundesregierung den Waffenkonzernen, denen wir früher Geld gegeben haben, weiterhin das gleiche Geld. Und dafür werden die Friedensarbeiter in diese Regionen entsenden und für Frieden sorgen. Und werden alles umstellen auf eine Defensivrüstung, so dass Deutschland dann zum Beispiel mit einem Raketenabfang Abwehrriegel sozusagen geschützt ist gegen alle möglichen Angriffe, aber über keinerlei Angriffsfähigkeiten mehr verfügt. Und damit kriegen wir dann auch eine weltweite Abrüstung hin und so weiter. Ja? Aber dieses so sprechen, als ob der Krieg ein Naturphänomen sei, das durch nichts wirklich grundsätzlich aufhebbar ist, also ohne Kenntnisnahme, dass es gute Hinweise gibt, dass wir eigentlich pazifistische Savannenbonobos sind, genetisch, die nur durch den Kapitalismus und die Waffenhändler aufgehetzt wurden zum Denken in Kategorien von Gewalt und Krieg und Mord und Totschlag, ja, so ist das ganze öffentliche Alltagsgeschehen. Das geschieht völlig in einer irrealen Welt der vorteilbringenden Irrtümer der zig verschiedenen Sparten, also einige hundert zentrale vorteilbringende Irrtümer bedeuten, dass alles völlig realitätsfern ist und völlig wirre. So viel dazu.